So, so, so. Zieht sich mal so ein bisschen hier, diese Laufwege. So. Was finden wir denn da unten? Weil, warte mal. Wir sind da eigentlich auf der Suche nach den Schlüsseln, oder nicht? Den haben wir doch. Oder? Oder habe ich vergessen, was wir eigentlich suchen wollten? So, na dann. Zack, es passt genau. Ist das ein Grab? Oh. Achso. Dass wir gleich gegen Untote kämpfen müssen. Das muss Durkhams Grab sein. Ah. Abgrund. Oh Gott. Nein, da fallen wir doch bestimmt wieder runter, oder? Schädel. Sie sind alle aus Steinen gemeißelt. Bis auf ihre Größe ist nichts Außergewöhnliches daran. Die Größe ist aber echt ein bisschen abschreckend, ne? Ganz schön sehr groß. Warum gibt es im Grab so viele davon? Sind das die Wächter? Sie sind alle aus Steinen gemeißelt. Ach so. Bis auf ihre Größe ist... Okay, also er sagt immer wieder das Gleiche. Kann man aber auch immer wieder benutzen, also muss das hier auch noch irgendwie wieder was auf sich haben. Grab, was haben wir hier? Inschrift der Tafel, mal gucken, was da steht. Der Kluge möge den Kopf eines anderen benutzen. Müssen wir uns den aufsetzen, oder wie? Oben ist eine Öffnung. Oben ist eine Öffnung. Monolith. Oben ist eine Öffnung. Achso. Also müssen wir irgendwie, der Klügere müsste den Kopf eines anderen benutzen. Also nehme ich mal an, dass wir den hier irgendwie nehmen müssen, oder? Habe ich irgendwas, um das da runterzuholen? Nee. Was ich mir jetzt vorstellen könnte mit dem Schürhaken, der da in dem Ding steht, dass ich dann, oder auch nicht, mal gucken. Die Wurzeln sind hier hineingewachsen. Bald werden sie die ganze Decke des Grabes zum Einsturz bringen. Was ja nicht so schön wäre. Was haben wir hier? Abgrund. Durch die Nebelschwaden ist es unmöglich, die Entfernung bis zum Boden zu schätzen. Das Loch in dem eingestürzten Boden könnte sehr tief sein. Ich bleibe lieber auf Distanz. Dafür ist aber ganz schön nahe schon dran, glaube ich. So wie das da aussieht. So, also Schädel haben wir hier, das haben wir nur noch das Grab. Oder? Ich will versuchen, den Deckel wegzuschieben. What the fuck? Okay. Alter. Boah. Ich glaube, wir sind tot. Was war das denn, ey? Krasse Scheiße. Okay, gut, dass wir gespeichert haben. Nach dem Rätsel haben wir gespeichert, ne? Ja, ein Glück. Okay, aber ich werde es trotzdem noch... Aber krass, krass, ey. Ich kann jetzt nicht... Sie muss... Direkt den Kopf weggesäbelt. Also wir müssen den Kopf... müssen wir tatsächlich diese... uns so einen Schädel da auf den Kopf setzen, damit... Ui, 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 okay. Na dann... Also ich brauche, glaube ich, wirklich diesen Schürhaken. Kann ich den vielleicht jetzt schon direkt mitnehmen? Jetzt, wo ich den Schlüssel habe? Oder muss ich erst das lesen und dann wiederum zurückgehen? Das ist aber gemein, ey, oder? Das ist ja echt gemein. Ein Schürhaken für den Kamin. Ja, den... Ach, den kann... Doch, kann ich. Ich kann den aber jetzt momentan noch nicht mitnehmen, okay. Nee, dann müssen wir noch mal... Dann gehen wir erst nochmal dahin, tun uns alles ankicken und dann probieren wir es nochmal. So. Geheimgang. Ich glaube, ich das Schloss sie, aber die. Ja. Ich muss das ja erstmal auswählen. Leicht blutig gewesen, also wenn man die Pixel als Blut bezeichnen kann. Okay, also. Oder haben wir hier schon irgendwas, was wir nehmen können? Nee, ne? Nö.
Nicht. Okay. Ach ja. Zur Gruft. Das muss Durkheim. Ja, das kennen wir jetzt schon alles. Ich guck. Hä? Ach so, das. Ach so. Ach hier, die. Nee, doch. Die Wurzel war das. Achso. Durch die Nebel schwarz das Loch in. Ja, das kennen wir jetzt mittlerweile. Dann haben wir hier noch die Wurzel. Die Wurzeln sind hier hinein. Bald werden sie die ganze. Hier ist auch oben, ne? So ein riesengroßer Schädel. Also schon so als Hinweis. Und ein Kreuz. Aber oh, krasse Falle, ey. Krasse Falle. Der kluge Mö. Ja. Ich war nicht klug. Oben ist eine Öffnung. Aber eine. Achso, oder? Oben ist eine Öffnung. Oben ist eine Öffnung? Muss ich da noch irgendwas reinmachen? Das habe ich vorhin gar nicht so gepeilt. Ich probier's mal damit. Nee. Oder mein Allzweckmesser? Auch nicht. Ach so, oder da kommt dann halt irgendwas raus. Ha, könnte natürlich auch sein. So, ich schau mir nochmal den Schädel an. Sie sind alle aus Stein. Ja. Bis auf ihre Größe ist. Ja. Warum gibt es im Grab. Sie. Okay. So, aber ist hier vielleicht schon irgendetwas, was ich nutzen kann? Ansonsten, einen anderen Weg würde mir gerade nicht einfallen. Nee, ich gehe dann mal. Zurück. Ah, ich speichere erstmal. Wie das jetzt noch irgendein anderer Quark passiert. Huh. Ich hoffe nur, dass er dann irgendwie auch von automatisch da drauf kommt. Dass wir das damit machen könnten. Ansonsten bin ich dann etwas überfragt. So. Okay, na dann. Ich hoffe. Bitte, bitte, bitte. Ein Schürhaken für den Kamin. Wieso kann ich den nicht mitnehmen? Nein. Oh Mann, okay. Oder wir müssen mit ihm nochmal quatschen, mal gucken. Kann ja auch sein. Er hat zu tun. Achso, ich will ihn nicht stören. La, 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 la. Haben wir noch was anderes? Haben wir nicht. Verdammt. Ich war mir so sicher eigentlich, dass wir das nutzen können. Da muss ja doch irgendwas mit der Öffnung sein, oder? Da müssen wir irgendwie diese Falle da deaktivieren oder sowas. In der Art. Aber irgendwas muss es ja auch noch mit dem auf sich haben. Mit dem Schürhaken. Oder habe ich da unten irgendwas übersehen? Dann machen wir hier noch irgendwas, was vielleicht neu ist. Nope. Warum ist der Raum hier? Achso, na gut, der ist extra, damit wir das nicht gesehen oder nicht sehen konnten, was sich da drinnen aufhält. Warte mal, wenn ich das Grab nicht benutze, dann passiert ja auch eigentlich nichts. Wurde mir der Kopf abgesäbelt, wo ich angefangen habe, da zu dingsen? Ja, ne? Eine Öffnung. Stein reinwerfen. Das war's nicht. Oder Blut? Oder Säure? Nein. Vielleicht etwas Blut. Ah, auch nicht. Oben ist eine Öffnung. Oben ist eine Öffnung. Ja. Okay, also wir haben
keine Möglichkeit, eine Öffnung. Wir haben aber auch nichts, was ich jetzt... Oder hier ist wieder irgendwas auf dem Boden, was ich nicht sehe. Huch. Ist ja alles das gleiche hier, ne? Schädel, Schädel, Schädel. Ne. Hier ist rein gar nichts. Aber wie mir der Kopf da abgesäbelt wurde, ey. Krass, krass, krass. Was haben wir? Das hier? Ne. Irgendwas muss doch hier noch sein. Ich geh noch mal zu Richard da in das Haus rein. Oder war vielleicht irgendwo im Haupthaus da irgendwas noch in dem Raum da unten, dass ich das irgendwie übersehen habe. Okay, also wir gucken noch mal. Also hier ist ja nichts mehr, ne? Nee. Hier ist rein gar nichts mehr. Krass, aber dass ich dann die Steine da vorhin so direkt gesehen habe. Na gut, die lagen auch recht auffällig da, ne, glaube ich. Die waren vorher, glaube ich, nicht da. So, okay. Also wir gehen nochmal hier rein. Schürken können wir ja nicht mitnehmen. Auch wenn ich es gerne würde wollen. Aber dass ich auch ihn nicht drauf ansprechen kann, ne? Das ist doof. Kannst du nochmal probieren? Aber ich glaube... Nein, jetzt. Ja, ist ja gut. Nein, jetzt nicht. Ist hier noch irgendwo was? Sieht nicht so aus. Ja, dann arbeiten wir mal weiter. Wir gehen mal wieder raus hier. Und gehen nochmal ins Haupthaus. Danach mache ich dann eher einen kleinen Cut. Hat ihr dann schon wieder Überlänge die Folge? Ich glaube, ich nehme schon wieder lange auf. Wenn ich das dann nicht vielleicht in zwei Teile cutte oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Aber mich dürstet das etwas und... Ah, warte mal. Ne, das war zum Schloss. Zum alten Garten. Aber der hat ja schon gesagt, das sieht hier so anders aus, ne? Vielleicht war das ja tatsächlich ein Hinweis und ich... hab's nicht so ganz... gepeilt. Aber ich meine, wo soll denn hier was sein? Großartig. Was sind das für komische Geräusche im Hintergrund? Hier sagt er bestimmt wieder, ich will da nicht raus. Ich kann noch nicht, ja. Ich gehe zu. Ja, geh zurück. Okay, also es muss... Vielleicht hier noch? Springbrunnen, kann ich hier noch irgendwas machen? Die Oberfläche reflektiert das Mondlicht. Aha. Ja. Schön. Reflektiert das Mondlicht. Zumindest irgendwas sagen. Kann da mal Blut reinkippen. Oder etwas Säure. Nein. Das erinnert mich an unseren verhängnisvollen kleinen Brunnen. Ach so. Die Oberfläche reflektiert. Ja. Also es muss auch noch irgendwas sein. Komme ich hier wieder hoch eigentlich? Nee, ne? Nee. Das ist ein Geisterschloss. Ach,
so, na dann gucken wir doch nochmal. Ansonsten wüsste ich jetzt erstmal gerade nicht so richtig, was uns noch fehlt, damit wir, oder was wir da in diesen Schlitz reinwerfen müssen. Oder, ja, oder was wir da reinstecken, wie auch immer. Verdammt, hier ist aber auch nichts. Pff, haben wir noch so eine Schürhaken, die wir vielleicht mitnehmen können? Nee, hier ist alles durchgewühlt. Ja. Okay. Was habe ich denn hier? Ich habe die Pillen. Ich habe das kleine Messer. Ein Foto. Das Tagebuch. Den heiligen Schlüssel. Die Todesanzeige. Feuerzeug. Hätte ich das irgendwie anbrennen müssen? Diesen Schlitz? Okay, das probiere ich jetzt noch, ansonsten mache ich dann erstmal Cut. Cutty Cut, 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 Cut. Hier ist ja auch nichts, oder? Hier lagen die Steine, hier habe ich das vorhin mit dem Dings gemacht. Kann nochmal gerade hier rüber gehen. Aber, nö. Zur Kapelle. Hier ist auch nichts Ungewöhnliches gerade. Ja, das muss irgendwas sein, was wir schon mit uns rumschleppen, denke ich mal. Ja, irgendwas muss da sein. Hier ist ja auch nichts. Jetzt wieder nach oben. Kann ich hier noch irgendwie links oder rechts weitergehen? Nee, ne? Zur Gruft. Nee. Na, auch nicht. Wie kann ich denn... Ich will einfach so eine Schädel mal gerne nehmen hier. Der hier ist gespalten. Und sieht etwas anders aus als die anderen. Wer weiß, vielleicht ist er mit der Zeit kaputt gegangen. Nee, er hat schon wahrscheinlich so ein Ding da abgehalten, Mann. Ne? Der hier ist gespalten. Okay, ich dachte, das sind alles die gleichen hier. Also, dass das alles ein Item ist, sozusagen. Dann muss ich das mal auf alle probieren. Bis einfach. Auf ihre Größe ist nicht... Okay. Warum gibt es im Grab so viele davon? Sie sind alle aus... Gespaltener. Wer weiß, vielleicht ist er... Bis auf ihre Größe ist... Warum gibt es im Grab... Sie sind alle aus... Bis auf ihre Größe... Okay, also der hier. Gespaltener Schädel. Wie kriege ich den da runter? Mit dem Messer. Zack. Okay, wir sind zwar wieder ein Stück weiter gekommen, aber... Monolith. Oben ist eine Öffnung. Oder kann ich die Öffnung irgendwie einzeln anwählen? Nö, ist alles Monolith. Nee. Muss ich den da überhaupt runterkriegen? Verdammt. Okay, wie gesagt, ich mache jetzt hier erstmal eine Pause und dann werde ich nochmal, ich glaube, ein Safe-Game machen. Und dann, ja, gucke ich nochmal ein bisschen weiter und hoffe, dass ich dann irgendwie hier die Lösung rausbekomme. Wir hören uns dann auf jeden Fall zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss.